Gebete der heiligen Brigitta, 14. Gebet, Christi Tod. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Jesus, du Eingeborene des Allerhöchsten, Vaters, Abglanz und Ebenbild seiner Wesenheit. Gedenke jener innigsten Hingebung, womit du dem Vater deinen Geist übergeben hast, indem du riefest: Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Und wie du alsdann mit zerrissenem Leibe, mit gebrochenen Herzen, deine Barmherzigkeit über uns vollendet und so deinen Geist aufgegeben hast. Durch diesen kostbaren Tod bitte ich dich, o König der Heiligen, stärke mich im Streite gegen den Satan, die Welt und das Fleisch, damit ich der Welt absterbend dir lebe und meine Seele, endlich, wenn sie in der Stunde des Scheidens von ihrer Pilgerschaft zurückkehrt, mit erbarmender Liebe von dir aufgenommen werde. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. O Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria, der Jungfrau, zum Heile der Menschen gekreuzigt, nun im Himmel herrschend, erbarme dich unser. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gibt.